So, ja, vielen Dank und schön, dass Sie hier sind. Wie gesagt, wird es in unserer Präsentation um die Designpraxis speziell im Fernstudium gehen. Und während die Fernlehre vor ein paar Jahren möglicherweise noch einen Exotenstatus hatte und eher etwas Ungewohntes war, weil man davon ausgeht, dass die Präsenzlehre der normale Zustand auch in der universitären Lehre ist, hat sich das mit Corona in der Pandemie dann doch sehr stark verändert. Dadurch sind viele Leute in die Lage gekommen, Distanzlehre machen zu müssen. Und durch diese Praxis ist sicherlich auch klar geworden, dass es nicht ausreicht, einfach didaktische Konzepte aus der Präsenzlehre herzunehmen und ins Digitale zu übertragen, sondern dass die Lehre in Distanz eigene didaktische Konzepte braucht. Und das ist etwas, was das Studium in der Fernlehre natürlich leisten kann, wo man das schon seit Jahren macht. Das heißt, an der Stelle kann man eben aus der Fernlehre auch etwas lernen und mitnehmen, wenn es möglicherweise Postpandemie dann auch zu mehr hybriden Lehrformaten kommt. Wir haben hier im Design als Studienfach immer noch besondere Herausforderungen. Auch das ist inzwischen nicht mehr undenkbar, weil auch die Designer in der Situation waren, in Fernlehre, in Distanzlehre unterrichten zu müssen. Aber es gibt eben hier bei diesem Studienfach noch einige Besonderheiten, auf die wir in unserer Präsentation auch noch mal eingehen wollen. Aber zunächst wollen wir noch mal einen Blick darauf werfen, was eigentlich die Unterschiede ausmacht zwischen Präsenz- und Fernstudium. Zum einen, und das ist ja ganz augenfällig, ist das Fernstudium stärker medial vermittelt. Das heißt, man sitzt nicht in einem Raum zusammen, sondern man hat immer irgendeine Art von Technik, die dazwischen ist, ein Monitor und eine Tastatur. Und das bedeutet natürlich dann auch erstmal einen höheren Aufwand in der Kommunikation über diese Technik. In der Lehre setzt das nun voraus, dass man dafür eine passende technische Infrastruktur hat oder bereitstellt, was die Lehrmaterialien angeht, die Zugänglichkeit dazu, aber eben auch tatsächlich den Austausch, die Kommunikation zwischen Lehrenden und Lernenden. Dann haben wir häufig, wenn auch nicht ausschließlich, einen asynchronen Austausch. Also zum Beispiel wir in der IU haben keinerlei verpflichtende Präsenzveranstaltungen im Fernstudium. Und dadurch, also das ist ein Nebeneffekt des technisch vermittelten Lernens, dass man eben nicht zusammensitzt und dadurch dann eben auch die Kommunikation nicht gleichzeitig stattfindet oder stattfinden muss. Das ergibt dann eben auch eine andere Art von Beziehung, die man über diese Kommunikation dann hat. Gleichzeitig haben wir Unterschiede in der Struktur der Studierendenschaft, die wir im Präsenz- und im Fernstudium haben. In der Fernlehre haben wir es da mit sehr heterogenen Gruppen zu tun. Das heißt, wir haben Leute, die direkt von der Schule kommen, die also gerade Abitur gemacht haben und im Fernstudium anfangen. Wir haben aber auch Leute, die mehrere Jahre schon im Beruf sind, die vielleicht eine Ausbildung gemacht haben und dann noch ein Studium darauf satteln wollen. Und wir haben auch Quereinsteiger, die vielleicht auch schon 20, 30 Jahre in einem anderen Beruf tätig waren und sich dann nochmal umorientieren. Und dadurch haben wir eine sehr große Bandbreite an Wissen und an Kompetenzen, die die Studierenden hier mitbringen. Und dann haben wir traditionell im Fernstudium eine stärker schriftbasierte Arbeitskultur. Das hängt zum einen mit dem zusammen, was die technischen Plattformen auch hergeben. Also da schreibt man einfach sehr viel oder hat dann eben auch schriftliche Arbeiten. Aber es hängt eben auch mit dem zusammen, wo das Fernstudium zuerst einmal hergekommen ist. Und das sind dann eben, kann man so sagen, klassische Buchfächer, wo es auch vollkommen ausreichend ist, mit Sprache und mit Schrift zu arbeiten. All das kann man so sehen, dass das, was Präsenz- und Fernlehre unterscheidet, erstmal auf einen Mangel in der Fernlehre hinweist, also ein Fehlen von etwas, nämlich zum Beispiel ein Fehlen von Gleichzeitigkeit des Austauschs, beziehungsweise ist der persönliche gleichzeitige Austausch einfach durch die Studienform limitiert. Es ist auch ein Verlust an Multimodalität in der Kommunikation selber. Wir sitzen uns eben nicht in einem Raum gegenüber
Und selbst dann, wenn die Studierenden die Möglichkeit haben, eine Kamera zu verwenden, dann tun sie das vielleicht nicht immer. Und dadurch gehen dann eben auch, geht die Ebene der nonverbalen Kommunikation ein Stück weit verloren dabei. In den Lehrformaten äußert sich das auch häufig so, dass Fernlehre-Formate sehr viel interaktiver sein müssen. Also so etwas wie eine anderthalbstündige Vorlesung ist da sehr schwer zu machen, weil einfach die Motivation dazu schwer aufrechtzuerhalten ist. Und alles in allem führt es dann eben zu einer anderen Beziehungsqualität zwischen Studierenden und Lehrenden, die man im Fernstudium hat, einfach dadurch, dass der persönliche Präsenzkontakt nicht gegeben ist. Auf der anderen Seite können wir aber eben auch sagen, es kommen Dinge hinzu, die wir wiederum in Präsenz nicht haben. Es ist zum Beispiel mehr Orientierung, die die Studierende im Fernstudium bekommen von Seiten der Universität. Da gibt es einfach Anleitungen zu einer strukturierten Vorgehensweise in den Kursen, aber auch im Studium an sich. Es gibt auch die Möglichkeit, Coachings in Anspruch zu nehmen, um eben eigene Lernstrategien zu entwickeln. Es gibt da einen umfassenden Zugang zu den Lehrmaterialien. Das ist einfach Voraussetzung im Fernstudium, der eben unterschiedliche Medienformate auch beinhaltet und inzwischen auch häufig über unterschiedliche Plattformen geschieht. Also ob das jetzt online ist oder auch über eine mobile App. Es gibt eine deutlich bessere Erreichbarkeit des Lehrpersonals. Also das heißt, es ist theoretisch möglich, zu jeder Tages- und Nachtzeit dort Fragen zu stellen und dann innerhalb von bis zu 24 Stunden eine Antwort zu bekommen. Das heißt, die Studierenden sind halt nicht auf vielleicht eine wöchentliche Sprechstunde dabei beschränkt, sondern können sich auch mit Zwischenfragen an ihre Dozenten und Dozentinnen richten. Und alles in allem führt das zu mehr Nachhaltigkeit, was die Lehrmaterialien angeht. Wir sind in der Lage, die Seminarsitzungen aufzuzeichnen und wir haben auch in diesem schriftlichen Austausch häufig Gesprächsprotokolle dessen, was gefragt wurde und wie dann die Antworten darauf lauten und können das dann wiederum in unsere Wissensbasis wie ein Wiki mit einpflegen. Das heißt, aus jedem Kurs lernen wir mehr darüber, was für die Studierenden funktioniert und wo es Fragen gibt. Speziell im Design wollen wir jetzt noch mal einen Blick darauf werfen, was hier die Präsenz eigentlich leistet, um dann zu sehen, wie wir das im Fernstudium spiegeln können, beziehungsweise was wir dort in die Fernlehre übernehmen müssen. Zum einen ist das Designstudium durch einen hohen Praxisanteil geprägt. Da sind die Praxisseminare ein zentraler Bestandteil und Wissenschaftsfächer sind da eher als Ergänzung mit vorgesehen. Wir haben auch an sehr vielen Designhochschulen ein projektbasiertes Arbeiten. Also das heißt, die Studierenden lernen am Beispiel, die entwerfen selber komplexe Projekte, die alle anders und einzigartig sind. Und dann haben wir eine Lernform, die häufig als Studio Practice bezeichnet wird. Also das gemeinsame Einüben und Praktizieren von Designkritik in der Gruppe anhand der Studierenden arbeiten. Nun wollen wir kurz darauf eingehen, was das im Einzelnen leistet. Die Praxisorientierung im Designstudium ist ganz grundlegend wichtig, um die professionellen Designkompetenzen zu erwerben. Bei Design handelt es sich um Erfahrungswissen und dieses Wissen kann man in dieser Form nur erlangen, indem man es selber praktiziert. Das heißt, ein Designstudium braucht notwendigerweise einen hohen praktischen Anteil. Das ist etwas, was sich durchaus in die Fernlehre übertragen lässt. Das heißt, wir können hier digitale Praxisseminare anbieten, vorausgesetzt, dass das, was entworfen wird, in irgendeiner Form digitalisierbar ist. Das ist in vielen Designfächern bereits jetzt der Fall, dass wir da sowieso digital arbeiten und dass also so der Übergang relativ schnell geht oder nicht viel Arbeit produziert. Und was wir natürlich auch berücksichtigen müssen, ist, dass wir im Studium des Designs dann die praktischen Arbeiten als Prüfungsleistung auch anerkennen und bewerten können.
Das projektbasierte Arbeiten im Designstudium wird dazu genutzt, um Zusammenhänge zu verstehen. Da geht es zum Beispiel auch um Zusammenhänge von Details zum Ganzen, wie das zueinander steht. Es dient dazu, um gewisse Prozesse, professionelle Prozesse kennenzulernen und einzuüben, mitsamt der Methoden, die in den einzelnen Studienfächern verwendet werden. Und es ist auch ein wichtiger Bestandteil, wenn es darum geht, diese Projekte in ihrer ganzen Komplexität einmal durchzuführen, aber zum anderen dann eben auch zu kommunizieren und in der Gruppe vorzustellen. Auch das ist etwas, was im Fernstudium ganz grundsätzlich möglich ist, und wo beim Übergang ins Digitale nicht grundsätzlich etwas verloren geht. Was es erfordert, ist, dass wir mehr Projektstruktur anbieten, weil einfach dieser gemeinsame Lernraum, der physische Lernraum, nicht gegeben ist. Also das heißt, wir müssen hier dann die Struktur von außen setzen und stützen. Und was auch erforderlich ist auf Seiten der Lernenden und der Studierenden, ist ein gewisses Artikulationsvermögen. Also das heißt, die Lernenden müssen dabei explizit machen, welchen Prozess sie eigentlich verfolgen. Sie müssen das reflektieren können. Und die Studierenden müssen im Prozess dann eben auch ihre Arbeit artikulieren können. Kommen wir noch zur Studio Practice, also dem gemeinsamen Lernen, das Treffen innerhalb der Seminare, das Vorzeigen der Arbeiten und das Durchführen von Designkritik. Das hat die Rolle, Reflexionsvermögen zu erlangen und Selbstkritik auch einzuüben. Also das heißt, mit mehreren Variationen von Entwürfen lernen zu urteilen, welche dieser Entwürfe ist das, mit dem es weitermachen sich lohnt. Und dadurch das iterative Arbeiten, also immer wieder das Neuproduzieren und Verwerfen von solchen Variationen auch zu lernen. Das ist tatsächlich ein latentes Lernen, was da in der Gruppe stattfindet. Ist eben eine ganz zentrale berufliche Kompetenz, diese Selbstreflexion praktizieren zu können, weil man damit dann eben später alleine und selbstständig die eigenen Arbeiten bewerten muss dabei. Und da sehen wir bisher auch die größte Herausforderung, wenn es darum geht, Design als Fach in der digitalen Lehre anzubieten. Das heißt, hier geht es darum, dass wir die Peer Group, also die Gruppe an Studierenden, die wir in Seminaren automatisch haben, dass wir die im digitalen Raum ähnlich herstellen können und dass wir dann eben dieses Lernen durch Zeigen und durch Begreifen an konkreten Beispielen, dass wir das im digitalen Raum reproduzieren können. Wir haben da im Designstudium in der Fernlehre notwendigerweise eine etwas stärker wissenschaftliche Ausrichtung. Das kommt eben durch dieses hohe Maß an schriftlicher Artikulation. Das ist im Design nicht unbedingt üblich und dadurch ist es eben etwas ungewohnt und dieses Lernen durch Zeigen ist dann etwas schwieriger zu bewerkstelligen. Trotzdem ist nicht die eigentliche Gestaltungspraxis das Problem dabei, sondern eben dieses implizite Lernen in irgendeiner Art und Weise anzubieten und darzustellen. Genau. Und als Lehrende an der IU, die wir natürlich im Fernstudium sehr viel tätig sind, haben wir uns den Herausforderungen gestellt und haben, also den Herausforderungen eben die Designlehre im Fernstudium angemessen abbilden zu können und haben in den vergangenen Jahren, und das muss ich einmal betonen, auch schon vor Eintritt der Corona-Pandemie natürlich, haben wir ein didaktisches Lehrformat entwickelt, das Lehrformat der sogenannten Creative Labs. Dazu schauen wir uns jetzt erstmal kurz an, was das Lernen in der Gemeinschaft in Präsenz eigentlich genau ausmacht. Im Präsenzstudium gibt es immer eine feste Semesterstruktur und die Anzahl an physischen Treffen in so einem Semester und in einem Kurs, die stehen zu Beginn des Semesters fest, sind meist wöchentlich veranschlagt. Meistens wird zu Beginn die Aufgabe gestellt, manchmal auch Lehrmaterial ausgeteilt und besprochen. Zwischen diesen Treffen, die für die Besprechung der praktischen Arbeiten und dem Arbeitsstand genutzt werden, also des Arbeitsfortschritts genutzt werden, findet aber in der Regel eigentlich ein selbstständiges Arbeiten der Studierenden statt. Zu den Treffen wird dann jeweils der Arbeitsfortschritt der Studierenden vorgelegt und besprochen und das erfolgt überwiegend in Gruppen, manchmal auch in Einzelgesprächen, aber der feste Ablauf ist normalerweise einmal wöchentlich in der Gruppe. Am Ende des Semesters legen die Studierenden im Präsenzstudium in der Regel dann ihre fertigen Arbeiten vor,
präsentieren diese im besten Fall noch. Und das Problem dabei ist, dass der Arbeitsprozess selbst häufig schon dokumentiert wird in Form einer Projektdokumentation, die teilweise auch mit abgegeben wird. Der Arbeitsfortschritt ist aber häufig und die Dokumentation eben nicht allen zugänglich und auch nicht die ganze Zeit über zugänglich. Das bedeutet, dass diese Artefakte, die erstellt werden und auch der Prozess als solches zwischen den einzelnen physischen Treffen nicht sichtbar oder zugänglich ist, weder für die Lehrenden noch für die Studierenden und die Gruppe. Und was meine Kollegin Katharina Bredes vorhin gesagt hat, auch die Gesprächsinhalte werden eben nicht aufgezeichnet oder dokumentiert. Und der iterative Designprozess und auch der Arbeitsfortschritt als solches wird dadurch natürlich nicht sichtbar. All die Voraussetzungen, die wir vorhin genannt haben, die bilden wir mit unserem Lehrformat der Creative Labs im Fernstudium ab. Und dazu schauen wir uns jetzt an, wie auch hier der Ablauf funktioniert. Es gibt auch bei uns im Fernstudium in den Creative Labs einen festen Zeitrahmen für die praktische Arbeit. Das ist vergleichbar mit der Semesterstruktur. Dazu gibt es allerdings in den Creative Labs eben auch eine ganz feste Struktur, was das Vorgehen in diesem Kurs und auch die Methoden betrifft. Innerhalb meistens eines vorgegebenen Dachthemas oder Überthemas ist es den Studierenden aber möglich, einen eigenen Entwurf zu erstellen oder auch teilweise einen eigenen Schwerpunkt zu erarbeiten. Das parallele und kollektive Arbeiten in der Gruppe an einem Projekt ist also damit möglich in den Creative Labs. Und ähnlich der Semesterstruktur, das sehen Sie hier, finden auch wieder regelmäßig virtuelle Treffen statt, die bei uns meistens ebenfalls in einem wöchentlichen Turnus abgehalten werden, manchmal auch alle 2 Wochen. Dann ist es so, dass auch regelmäßig der Arbeitsfortschritt von den Studierenden geteilt wird. In der Regel 1 bis 2 Mal wöchentlich. Es erfolgt eine chronologische Abbildung des Arbeitsfortschrittes in Form eines Zeitstrahls. Und dieser ist eben ganz anders als in Präsenz jederzeit für alle Studierenden und Lehrenden sichtbar. Ein weiterer Vorteil ist auch die Repräsentation des Entwicklungsprozesses der Studierenden, weil sich eben das damit auch visuell nachvollziehen lässt. Die Überarbeitung und Veränderung der Studierenden sind jederzeit damit nachvollziehbar. Die Reaktion auf Feedback zum Arbeitsprozess wird ebenfalls direkt sichtbar. Und es ist erkenntlich, um welches Feedback es sich handelt. Es lässt sich also jederzeit nachvollziehen, welche Art der Überarbeitung auf welches Feedback vorgenommen wurde. Auch die Menge, also Variantenbildung oder die Qualität der Arbeiten lässt sich damit jederzeit überblicken, was auch einen großen Vorteil dasteht. Im Gegensatz zum Präsenzstudium kann im Verlauf des Creative Labs also nicht nur das Endergebnis beurteilt werden, sondern auch immer der Entwicklungsprozess selbst von jedem Studenten. Insgesamt ist es so, dass der Arbeitsfortschritt bei uns in 3 Etappen dokumentiert wird und dann auch terminiert eingereicht wird. Genau. Was genau das für den Austausch bedeutet, möchte ich auch noch kurz ausführen. Also erstens mal ist es so, dass die digital aufbereiteten Informationen zu den Methoden und Vorgehensweisen laufend ergänzt werden können. Also nicht nur einmal zu Beginn oder zu den physischen Treffen, sondern jederzeit. Sie sind jederzeit für die Studierenden verfügbar und für jeden einsehbar. Dann gibt es eben die festen Termine auch, an denen wir ausgewählte Arbeiten besprechen. Bei diesen virtuellen Treffen werden dann Beispiele genommen und anhand diesen Beispielen können wir Probleme diskutieren, die bei den Studierenden wiederholt auftreten. Die Creative Labs ermöglichen darüber hinaus einen kontinuierlichen Austausch während des Seminars, der sich nicht nur auf die festen Termine beschränkt, sondern eben im Prinzip 24/7 möglich ist. Das regelmäßig terminierte Feedback kann für die individuellen Projekte und Herausforderungen zur Verfügung gestellt werden, und zwar immer dann, wenn die Studierenden es benötigen. Entschuldigung. Die Zwischenfeedbacks bei den jeweiligen Etappen, die sind dann ähnlich einer Einzelkonsultation, die gehen sehr persönlich in die Tiefe und sind aber ebenfalls ungleichzeitig. Für die Studierenden besteht darüber hinaus noch die Möglichkeit, sich Peer-Feedback aus der Gruppe einzuholen und gegenseitige Hilfestellung und ein gemeinsamer Diskurs ist damit jederzeit möglich. Ein weiterer Vorteil ist, dass die Studierenden sich von ihren Kommilitonen Feedback einfordern können, immer dann passgenau, wenn sie es brauchen.
Wichtig ist nochmal, hatten wir vorhin auch schon angesprochen, dass der Austausch in den Creative Labs trotzdem überwiegend schriftlich erfolgt, dass wir aber jederzeit Kommentare ergänzen können und auch durch andere Medien auditiv wie visuell noch weitere Ergänzungen zur Verfügung stellen können. Das heißt also, nachdem wir den Ablauf jetzt angeschaut haben, können wir aus unserer Erfahrung sagen, Designlehre im Fernstudium ist auf jeden Fall möglich. Designlehre ist auf jeden Fall möglich. Jetzt haben wir eine falsche Folie drin, das machen. Jetzt bin ich aus dem Konzept. In festen Gruppen ist es möglich, die gemeinsame Aufgabe zu erarbeiten. Das ist analog der Präsenzlehre. Der Arbeitsfortschritt der anderen Studierenden wird für alle Teilnehmenden sichtbar, die sich am Lab beteiligen. Und die stärkere Strukturierung, also die implizite Arbeitspraxis, die wir zu Beginn erläutert haben, wird mit den passenden Methoden und dem Prozessmodell eingeübt. Das bietet den Vorteil für die Studierenden, weil sie dadurch schon explizit und frühzeitig im Studium sich mit Methodenwissen vertraut machen können. Der Prozess als solches in den Creative Labs orientiert sich an der gängigen Lern- und Berufspraxis und er wird von erfahrenen Studierenden natürlich schnell wiedererkannt und die neuen Studierenden oder die jüngeren Studierenden, die üben diesen Prozess ein. Einen weiteren Vorteil des Formats sehen wir aber in der stärkeren wissenschaftlichen Ausrichtung im Gegensatz zur Präsenzlehre, weil diese große Notwendigkeit, die vorhin angesprochen wurde, zur Artikulation und Reflexion, die unsere Studierenden in den Creative Labs benötigen, ist von großer Bedeutung und wird im Designstudium in Präsenz teilweise durch die begrenzten Termine eher vernachlässigt. Für das Berufsleben oder auch später höher qualifizierte Stellen ist sie aber essentiell. Auch die Bereitstellung relevanter Informationen oder Verweise auf weiterführende Informationen bietet die Möglichkeit, die Studierenden auch frühzeitig im Studium darauf hinzuweisen, sich im Rahmen der unterschiedlichen Kurse mit den Methoden auch theoretisch auseinanderzusetzen. Im Präsenzstudium erfolgt es im Curriculum häufig, diese Auseinandersetzung mit den Methoden häufig in eigenen Kursen wie Designmethoden oder Ähnlichem. Aber relativ selten wird in jedem Kurs diese methodische Kompetenz mit der praktischen Anwendung kombiniert, so wie wir das hier im Fernstudium machen. Die Erweiterung der Kursdokumentation hatten wir vorhin auch angesprochen, auch in Form eines Wikis zu häufig auftretenden Fragen und Problemen. Die erfolgt zentral an einer Stelle. Das hat den Vorteil, dass sie auch über Kursende hinaus verfügbar ist und allen zugänglich gemacht werden kann. Genau. Unserer Erfahrung nach können wir also sagen, dass Designlehre im Fernstudium schon sehr gut machbar und umsetzbar ist. Und jetzt sind wir bei der richtigen Folie, sofern Folgendes nämlich berücksichtigt wird, und zwar mit regelmäßigem Feedback. Das regelmäßige Feedback ist online möglich. Es ist sogar eigentlich noch besser zugänglich und stärker strukturiert als Offline-Feedback. Diese Regelmäßigkeit des Feedbacks erhöht auch die Interaktion und die Motivation der Studierenden, weil die Studierenden mehr zu dem iterativen Arbeiten ermutigt werden und das Feedback auch direkt umsetzen können und nicht lange Wartezeiten dazwischen bestehen. Das gegenseitige Feedback, das Peer-Feedback, was ich vorhin angesprochen habe, das trainiert das Artikulations- und Reflexionsvermögen unserer Studierenden und die Kriterien zur Verbesserung werden immer zeitnah und aktiv angewandt. Ein weiterer Punkt, den wir beobachten, ist, dass dieses Einüben von sachlichem und freundlichem Feedback auch die Beziehungsqualität zwischen den Studierenden im Fernstudium verbessert. Und es kommt ganz häufig zu selbstorganisierten Feedbacktreffen und gemeinsamen konstruktiven Arbeitsmomenten auch über den physischen Raum hinaus, den man ja in dem Präsenzstudium hat. Der zweite Faktor ist das Lernen in der Gruppe. Unserer Erfahrung nach ist die Erfahrung einer gemeinsamen Gruppe durch den zeitlichen Ablauf und das Thema vorgegeben im Fernstudium. Und einen weiteren Vorteil bietet hier das Creative Lab, weil durch diesen Arbeitsfortschritt der anderen, der sichtbar wird, entsteht so eine Art positiver Gruppendruck und die Motivation, auch wirklich an der eigenen Arbeit weiterzumachen, die steigt dadurch immens an. Die Studierenden sitzen also nicht nur so, wie das häufig befürchtet wird in ihrem stillen Kämmerlein, sondern sie arbeiten zwar ortsungebunden, aber dabei eigentlich immer kollaborativ.
Ein passender Prozess, der aufs Fernstudium ausgerichtet ist, ist ebenfalls notwendig. Das heißt, um den professionellen Arbeitsprozess im Design zu lernen, ist der Präsenzunterricht nicht zwingend erforderlich. Die Erfahrung dieses Prozesses und das gemeinsame Durchleben desselben ist aber notwendig. Eine klare Prozessstruktur, wie wir vorhin vorgestellt haben, und eine Anleitung muss aber gegeben sein, weil die Studierenden eben keinen gemeinsamen physischen Lernraum haben, in dem sie sich treffen können. Unser Fazit nach mehreren Jahren Fernlehre ist, also Designlehre im Fernstudium ist möglich, ja, und umsetzbar, sofern die häufig genannten Mängel durch die fehlende Präsenz, die ja gerne angeführt werden, durch das Studienprogramm selbst, durch die technische Infrastruktur und eben geeignete Lehrformate, wie zum Beispiel das Creative Lab, entsprechend aufgefangen werden. Die digitale Präsenz ist dabei nicht nur als Nachteil anzusehen, sondern sie bietet vielmehr noch einen deutlichen Vorteil, was die Dokumentation und die Wissenschaftlichkeit des Arbeitens im Design betrifft. Die benötigten Vorgaben hinsichtlich dieser Wissenschaftlichkeit im Design und dem methodischen Arbeiten zwingt auch, für manche ist es ein Nachteil, aber sie zwingt eben auch die Lehrenden zu mehr Selbstreflexion und zur Dokumentation der eigenen Arbeitsprozesse, was ja eigentlich in der Design- und Kreativbranche üblich ist. Der Kreativprozess selbst erscheint dadurch für die Studenten viel schneller greifbar und auch in der Qualität beurteilbar, was wir definitiv als Vorteil sehen. An der Stelle nochmal der Hinweis, es gibt eine kleine Einschränkung, das hatte Katharina Predis vorhin schon gesagt, dass natürlich Designstudiengänge, die sich mit digitalen Medien beschäftigen, die lassen sich wesentlich einfacher im Fernstudium abbilden als Designleistungen, die eben nicht bereits digital sind. Und natürlich schließen wir unseren Einblick in das Lehrformat der Creative Labs nicht, ohne die anstehenden oder ausstehenden Herausforderungen noch zu benennen. Aus unserer Sicht ist es die Tatsache, dass immer noch die stark schriftbasierte Kultur der Universitäten im Vordergrund steht in der Hochschullehre. Und auch wenn es außerhalb der universitären Zusammenarbeit und in der Projektarbeit bereits gute Werkzeuge gibt, die zur Verfügung stehen, die Entwicklung und Weiterentwicklung von angemessenen digitalen Plattformen, die multimediale Formate darstellen und auch in Echtzeit bearbeiten können, sehen wir als Notwendigkeit an, um die Fernlehre und auch solche passenden didaktischen Lehrformate eben künftig angemessen im Designbereich durchführen zu können. Und das war's von uns und wir freuen uns auf Feedback, Rückfragen oder was auch immer. Ja, vielen herzlichen Dank für den Vortrag. Ich erneuere nochmal meinen Hinweis vom Anfang der Session. Nutzen Sie gerne den Chat, wenn Sie Fragen haben. Und auch, weil jetzt auf unserer Uhr noch etwas mehr als eine Minute übrig bleibt, der Hinweis, dass Sie die beiden Vortragenden natürlich auch in unserem Gesamtverzeichnis finden, um da noch Kontakt aufzunehmen. Zwei Fragen kommen aber da gerade schon. Ich weiß nicht, ob Sie da jetzt spontan auch noch drauf antworten möchten und können. Katharina, möchtest du auf die erste? Ja, genau. Also okay. Zur Feedback-Methodik. Das ist tatsächlich so, dass wir da relativ explizit werden. Also wir haben einzelne Methoden, die in diesem Prozess genannt werden. Und zu den Methoden haben wir dann eben Kriterien, die wir an die Hand geben. Und das heißt, wir können dann über ein Wiki, das ist tatsächlich auch ein Wiki, das wir haben, wo wir dann diese Methode beschreiben. Wir beschreiben, was der Inhalt der Methode ist und wir beschreiben, was sozusagen qualitativ hochwertige Ergebnisse daraus sein können, worauf also die Studierenden im Peer-Feedback auch achten sollen. Und das gibt ihnen dann die notwendigen Informationen an die Hand, um da ein informiertes Feedback geben zu können. Genau. Welche LMS verwenden Sie? Ah, das ist jetzt aber, liebe Frau Grübmeier, sehr, sehr dezidiert. So viel dürfen wir ja gar nicht sagen, ne? Wir verwenden auf jeden Fall eine Kombination aus verschiedenen Tools. Also wir haben nicht nur ein LMS. Die Hochschule basiert, ob das Wiki, Open Source ist die nächste Frage. Also
Natürlich arbeiten wir mit Moodle in der Hochschule generell, aber für die Creative Labs haben wir einfach im Moment einen Mix aus verschiedenen Werkzeugen und Tools zusammengestellt. Und das ist ja das, was wir mit der Herausforderung auch meinten. Natürlich wäre der nächste Schritt, hier ein Tool zu entwickeln, das all das kann, was wir sozusagen benötigen. Genau. Genau, die Frage, ob das Wiki Open Source ist, also ob es öffentlich zugänglich ist, nehme ich mal ein, ist die Frage. Ich glaube, ob es als Open Source Software lizenziert ist, das heißt, es ist freie Software, die man auch... Ob es frei zugänglich ist. Nein, ist es nicht. Nur hochschulweit. Also es ist hochschulweit zugänglich. Genau. Okay. Vielen Dank. Also ist ein Grund, bei uns zu studieren. Ja, wunderbar. Vielen Dank.